Jetzt brauchten wir mal ein bisschen frisches Trinkwasser und jetzt hat uns der gute Herr dort im Blau, der hier ankommt, hat uns mal gezeigt, wo es hier einen Brunnen mit Süßwasser gibt, weil überall in Merzuga gab es nur Salzwasser. Jetzt füllen wir mal hier Wasser auf und dann machen wir auch die Toilette leer. Genau, da gibt es hier die Möglichkeit. Und hier gibt es auch Kamele. Nee, Dromedare sind das. Er da wird geschnappt und wir machen hier ein Foto, glaube ich, nochmal. Huch, ich muss meinem Kind hinterher, nicht, dass es wegkommt. Okay. So, wir haben jetzt hier eine kleine Straßensperre, weil da hinten, da irgendwo, sieht man auf dem Video wahrscheinlich etwas schlechter, da wird ein Film gedreht, ein amerikanischer Film. Und wir dürfen jetzt hier nicht weiterfahren, damit wir die Filmaufnahmen nicht beeinflussen. Und da hinten sieht man auch so ein bisschen Bewegung. Unsere Kollegen, unsere Reisekollegen stehen da vorne da, die hat man auch abgefangen, weil wir wollen da hinten durchs Flussbett durch und so ein bisschen Offroad fahren. Also stehen wir jetzt hier und warten, bis wir losfahren dürfen. Also bis wir auf jeden Fall bis davor dürfen erstmal, weil die machen hier irgendwelche Drohnenaufnahmen und dementsprechend muss hier alles stillstehen. Jetzt gucken wir mal hier, der G90 ist als erster gefahren und hat sich mal richtig eingegraben. Jetzt! Tippitoppi! So, wir füllen jetzt gerade Wasser auf und guck mal, der Kai ist schon da oben. Der versucht nämlich unsere Wassertiege, also da so einen Schlauch oder so einen Sack, wo wir Wasser reinmachen und duschen können. Der versucht das auch mal nachzufüllen. Mal gucken. Hier ist nämlich so ein schöner Brunnen.
sogar solarbetrieben. Ja, guck mal hier, haben sie schön in die Wüste so ein paar Solarteile angebaut. Hier duschen die ersten. Und das wäre der Brunnen. Und mein Mann schreit schon, ich soll ihm die Duschziege abnehmen. Nach ein wenig Umtouren hier in der Wüste. Und da gibt es schöne Berge. Auf jeden Fall gibt es Berge. Und da hinter den Bergen, also ich weiß jetzt nicht 100% wie weit, aber sehr relativ dicht dran auf Karte, ist die algerische Grenze, also die marokkanisch-algerische Grenze. Dahinter ist, nehmen wir mal an, direkt in den Berg, müsste Algerien liegen. Wir sind relativ dicht dran. Das sind, wenn es hochkommt, sind es 30-40 Kilometer, würde ich sagen, laut Karte. Wir finden es gerade ganz schön, dass wir nach 3 Tagen mal wieder einen kleinen Ort sehen. So, jetzt müssen wir über diese kleine Brücke hier. So, unser Auto hat sich bei der letzten Schlagwelle etwas selbst optimiert. Aber da hätte ich auch nicht gedacht, dass es so steil hochgeht. Ja. Was ist passiert, Kai? Was ist passiert? Was ist eigentlich passiert? Gar nichts eigentlich. Guck mal, alles heil geblieben. 2 M10 Volt abgeschert. Das ist richtig Kraft. Dazu. Oh Gott! Ja, ich bin so fest. Kommen wir zurück. Los. Mama, mein Kopf tut weh. Ja, warum? Ich bin richtig an den Kindersitz gefahren. Nee, wir haben ein Problem. Wir sind festgefahren. Das ist unser Schlafplatz für heute Nacht. Schön vor einer Düne. Das sieht echt ganz spannend aus. Hier liegen so blaue Steine rum. Essen wir jetzt mal Frühstück, nachdem wir 4 oder 5 Tage irgendwie in der Wüste waren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Haben wir jetzt natürlich nicht mehr so richtig was zu essen an Bord. Und jetzt gehen wir mal in so eine Art Hotel oder so. Auf jeden Fall kann man ja campen oder die Autos sozusagen in eine Mauer reinstellen. So, und was gibt es? Es gibt ein paar Eier. Für unsere Eier wurde jetzt auch nochmal schön in die nächste Stadt gefahren. So, guten Morgen. Guten Morgen.
Oh, lecker. Meine sind auch schon fertig. So, jetzt werden wieder die Reifen aufgepumpt, weil hier beginnt jetzt wieder die Asphaltstraße, also brauchen wir ein bisschen mehr. Genau, juhu, wir freuen uns gerade über Asphalt. Sehr gut. Also nach 4 Tagen Piste, muss ich sagen, haben wir ja gerade, habt ihr gesehen, Luft gepumpt. Und sind jetzt wieder auf Asphalt unterwegs und es ist schon ein sehr schönes Gefühl, nach 4 Tagen einfach so den Wagen rollen zu lassen und ja, irgendwie doch eine gewisse Ruhe zu haben im Auto. Das ist schön. So, nachdem wir uns hier handelseinig geworden sind, setzen die Jungs meinen Unterfahrschutz instand und bauen den gleich um auf Klapper. Wir haben ja hier 1-2 Tage eingeplant, die haben ein bisschen Zeit, den zu bauen, die bauen den jetzt erstmal runter. Hängen mir meine Lampen wieder so halbwegs dran und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn die fertig sind. So, wir kleben jetzt einen von unseren Aufklebern hier an die Tür, weil die Jungs bauen uns ja einen neuen Unterfahrschutz. Also kriegen die auch einen Aufkleber. Warte mal. Also auf die Klebe. Dahin, ne? Zack. Da ist er. So, wir sind jetzt hier beim örtlichen Markt in Zagora und kaufen jetzt ein bisschen Obst und Gemüse ein. Zeige ich euch mal, die haben wir gerade gestern gekauft. Guck mal, ich stehe hier an unserem Dachfenster und ich gehe aufs Dach und habe hier eine coole Trommel. Und dann packe ich jetzt die Wäsche rein und dann geht das zu. Und demnächst, wenn die voll ist, machen wir warmes Wasser rein und dann fahren wir einfach ein bisschen Huckepiste und dann ist die Wäsche gewaschen. Finde ich super praktisch. So, jetzt geht es in die nächste Wüste. Erschegaga. Und jetzt wird hier wieder schön Luft abgelassen überall. Zur Sicherheit, damit wir auch nicht festfahren. Die Kinder spielen noch. Und die Hermans haben gesagt, die wollen noch einen halben Tag arbeiten, weil hier der letzte Punkt ist, wo sie noch Internet haben. So, dann geht's los. So, machen den Tieren mal ein bisschen frisches Wasser rein. Kai versucht sich nochmal festzufahren oder so, glaube ich.
sind jetzt hier irgendwo in der Erksche Gagga. Hinter uns, da sieht man auch die Sanddünen. Und wir halten hier an und ich rieche schon irgendwie so, oh, das erinnert mich an irgendwas. Und dann sehe ich, wir haben hier mitten im Rucola-Feld angehalten. Guck mal, das ist hier, wir stehen auf Rucola. Das riecht alles nach Rucola. Oder Rauke, wie wir so schön sagen. Das ist total witzig, hier werden wir uns mal einen kleinen Rucola-Salat sammeln. Aber hier gehen natürlich auch die Kamele oder die Dromedare durch. So, aber jetzt werden wir irgendwie eine Mittagspause machen. Das ist jetzt aus meinem Rucola-Salat geworden. Das ist ein kleiner Rucola-Salat mit Tomate und gerösteten Sonnenblumenkernen. Und dazu gibt es so ein Kartoffelrösti. Das hat Kai geschenkt gekriegt von so einem Schweizer, dass er ihm die Batterien aufgeladen hat. Und das sieht jetzt so aus und sieht eigentlich ganz, ganz lecker. Aha.